Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Metalizer. Zugegebenermaßen, es gab jetzt längere Zeit kein Video bei mir auf dem Kanal. Das hat aber auch gute Gründe gehabt. Welche das sind, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ich habe aber auch gleichzeitig gute Neuigkeiten für euch. Zumindest falls ihr Fans vom Landwirtschaftssimulator seid oder es noch werden möchtet. Denn ich konnte bereits jetzt die neue Version für knapp 60, 70 Stunden testen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt so, warum darf denn der Metalizer mit seinem kleinen YouTube-Kanal schon den neuen Landwirtschaftssimulator spielen und nicht irgendein großer YouTuber oder ein Influencer oder ein Streamer oder so? Das ist natürlich richtig. Ich habe das Ganze aber im Rahmen meiner Tätigkeit als freier Autor für die GameStar gemacht. Und zwar wird es ein Sonderheft zum Landwirtschaftssimulator 22 geben von der GameStar. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung vom Video. Das Sonderheft wird 3 Tage vor dem Release des Landwirtschaftssimulators 22 erscheinen, also am 19. November. Und in diesem Sonderheft wird es super, super viele Guides geben, Hintergrundwissen zum Landwirtschaftssimulator und noch vieles, vieles mehr. Kann ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Da werden auch noch mal die ganzen neuen Features vorgestellt und auch wie die Tierzucht funktioniert, wie die Vorbereitung des Feldes funktioniert, wie die Forstwirtschaft funktioniert und so weiter und so fort. Also alles, was ihr im Prinzip zum neuen Teil wissen müsst. Und ja, ich hatte die große Ehre und die große Möglichkeit, auch dementsprechend an diesem Sonderheft mitzuwirken, was mir super, super viel Freude bereitet hat. Und ja, ich war natürlich nicht der Einzige. Auch andere waren daran beteiligt. Die gesamte Liste der Autoren seht ihr nachher im Sonderheft. Nur so viel sei verraten. Einige, die mal auf Twitch zugeschaut haben, werden vielleicht den einen oder anderen auch im Heft dann wiedersehen. Unter anderem Marco, der gute Hidan war mit dabei. Carvon, der YouTuber Carvon, ja, YouTuber-Streamer Carvon, hat auch mitgewirkt. Madlex hat mitgewirkt, aber auch noch andere Autoren. Unter anderem auch Christian Schwarz. Der hat schon eine exklusive Preview für die GameStar geschrieben. Der hat knapp 40 Stunden im Spiel verbracht. Und den Link zu der Preview verlinke ich euch auch unten in dem Video. Ich würde euch natürlich wahnsinnig gerne jetzt schon viel, viel mehr zum Landwirtschaftssimulator 22 erzählen, was da alles kommt, denn das wird wirklich großartig. Aus meiner Sicht ist der neue Teil oder macht der neue Teil einen riesen, riesen, riesengroßen Sprung. Nicht nur was die Features und den Umfang angeht, sondern auch die Grafik ist nochmal deutlich überarbeitet worden. Es gibt viele, viele Features unter der Haube, die neu dazugekommen sind. Und genau, deswegen macht dieses Sonderheft eigentlich auch so viel Sinn. Denn die Tutorials im Landwirtschaftssimulator waren bisher ja immer so relativ einfach und schlicht gehalten. Und wenn ihr halt den Landwirtschaftssimulator 22 dann spielen werdet zum ersten Mal, dann werdet ihr wahrscheinlich auch schnell merken, dass ihr dieses Sonderheft eigentlich dringend braucht. Wir haben uns intern, also jeder, der mitgewirkt hat im Sonderheft, hat halt unzählige Stunden bereits schon im Landwirtschaftssimulator verbracht, in dem neuen Teil. Und er ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Aber es macht unfassbar viel Spaß. Die einzelnen Features greifen sehr, sehr gut ineinander. Also allein die Produktionsketten machen nochmal so, so viel mehr her. Es macht so viel Spaß, damit zu spielen und die auch mit zu integrieren ins eigene Spiel. Genauso die Jahreszeiten. Es macht einfach unfassbar viel Spaß und lohnt sich wirklich sehr. Und genau, deswegen, das wollte ich einmal loswerden. Also es wird dann auch wieder Tutorial-Videos bei mir geben, wie beim 19er Teil schon. Also ich ein bisschen erkläre, wie funktioniert die Kuhzucht, wie funktioniert die Schweinezucht, wie funktioniert die Silage eigentlich. Die Videos wird es geben. Die würde ich euch gerne auch jetzt schon zeigen. Aber ich darf es halt noch nicht. Aber spätestens zum Release wird es dann die Videos bei mir auf dem Kanal auch geben. Und die Videos sind dann eine sehr gute Ergänzung zum Sonderheft selbst. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr sowohl Bock auf die Videos habt, als auch auf das Sonderheft. Und natürlich auch auf den Landwirtschaftssimulator 22. Der wird nämlich wirklich, wirklich gut. Genau. Warum gab es jetzt keine Videos bei mir so lange Zeit auf dem Kanal? Ihr könnt es vielleicht euch ein bisschen denken. Ich hatte letztes Jahr im Oktober die Möglichkeit bekommen, für meine MMO zu schreiben. Das Ganze passierte über einen Zuschauer bei mir im Stream, der damals schon als freier Autor für meine MMO geschrieben hat, der gute Blind Warlock. Auch nochmal ein großes Dank an dieser Stelle, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. Und meine MMO gehört zu Wibedia. Und Wibedia ist auch die Firma hinter der GameStar. Ja, nachdem ich halt so ein bisschen über Fallout geschrieben hatte, hatte ich dann die Möglichkeit, Cyberpunk-Guides zu verfassen für die GameStar. Das habe ich dann auch wahrgenommen im Dezember, also November, Dezember. Naja, und wie es dann halt so kam, im März bin ich dann komplett zur GameStar gewechselt als freier Autor. Hab da ein bisschen im Newsroom gearbeitet, habe die ersten Tests gemacht, habe die ersten Guides geschrieben
Und ich bin wirklich unfassbar dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit, die ich da bekommen habe. Ja, seit 1.10. bin ich jetzt quasi festangestellt. Allerdings nicht mehr in der Redaktion, sondern als Produktmanager und technischer SEO. Das nur so am Rande. Aber dadurch haben sich auch meine Arbeitszeiten so ein bisschen gewandelt. Und ich kann jetzt halt wieder ein bisschen mehr planen, ich kann wieder ein bisschen mehr vorausschauen. Und dementsprechend kann ich auch wieder ein bisschen mehr Videos machen. Und ich hoffe auch, dass ich demnächst mal wieder Livestreams machen kann. Aber wie gesagt, durch den Landwirtschaftssimulator 22 habe ich einfach gemerkt, wie viel Bock ich darauf habe, einfach wieder ein bisschen mehr Content zu liefern. So, und die nächsten Tage werde ich jetzt noch mal ein bisschen schreiben fürs Sonderheft. Und sobald der Release vom Landwirtschaftssimulator 22 dann ist, wird es auch wieder Videos bei mir geben. Aber das nur mal so als Info für euch am Rande. Dementsprechend, ja, ich bin mega happy, dass es gerade alles so geklappt hat, so gelaufen hat. Das letzte Jahr war dementsprechend nicht einfach, aber so langsam wird es besser und ich fühle mich mega, mega wohl. Und genau, ich möchte halt einfach für euch eben auch, also wie ich Videos mache, gerade Tutorial-Videos, möchte ich einfach die bestmöglichen Ergebnisse liefern und euch damit helfen. Und ich freue mich über jeden Kommentar, den ich unter den Tutorial-Videos auch zum 19er halt bekomme. Wo Leute halt sagen, ey, super für das Video, gerne auch Kritik, Feedback, also schreibt es gerne unter die Videos rein, da freue ich mich mega drüber und ich versuche mich da natürlich dann auch stetig zu verbessern und weiterzuentwickeln. Deswegen, wie gesagt, Sonderheft Landwirtschaftssimulator 22. Das Ganze wurde, oder der Chefredakteur da quasi, beziehungsweise Leiter vom Sonderheft ist Martin Deppel. Auch da nochmal ein großes Danke für die Möglichkeit, dass ich da mitschreiben durfte. Es bedeutet mir einfach wahnsinnig viel. Nicht nur irgendwie als Fan der Serie, sondern generell. Es macht einfach unfassbar viel Spaß, das Schreiben. Und dementsprechend, genau, freue ich mich drauf. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Alle Artikel auch von mir zum Landwirtschaftssimulator 22, wie gesagt, unten in der Beschreibung vom Video. Das Sonderheft kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Zwischendurch im Video habt ihr ja schon mal so ein paar Bilder gesehen. Das sind dann die Bilder, die auch von Giants freigegeben wurden. Und genau, dementsprechend freue ich mich darauf, was die Zukunft so bringt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es etwas gibt, wo ihr jetzt sagt, hey, Landwirtschaftssimulator 19, da habe ich irgendwie ein Tutorial von dir vermisst, Metalizer. Wird es das im 22er auch geben? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Dann schaue ich, dass ich dieses Tutorial-Video dann für euch auch mache. Und wie gesagt, im Sonderheft wird es halt auch eben noch ganz, ganz, ganz viele Guides geben, die euch sehr helfen. Und auch noch so ein paar andere kleine Überraschungen, gerade was so die Produktionsketten angeht und so weiter und so fort. Es gibt auch zum Sonderheft selber, wird es nochmal eine spezielle Traktorlackierung geben. Und zwar Black Beauty von Fendt. Kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Ist ein super cooles Teil. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Bleibt gesund. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Euer Metalizer.